Ja, das ist. Das bist du. Auch möglichst viel Morph-Gedöns, das Prinzip. Ich mal guck mal, was ich jetzt machen kann. Oh, Vogel! Töten! Töten! Ist dein. Und mit diesen wundervollen Worten begrüße ich euch in dieser Aufnahme. Hallo. Ja, wir wollten dann jetzt heute, wie gesagt, in diese Hecke gehen. Und. Achso, das ist du. Ich wollte dich gerade töten. Ich morph mich nur schnell irgendwas halbwegs Normales. Ja. So. So, das Besondere an dieser Hecke hat ja die Bermude schon herausgefunden. Wenn man die abbaut, kriegt man Schaden. Was für eine Meldung kommt, wenn man durch die stirbt? Was? Nix hier weg. Ach man, man kann durch die gar nicht sterben. Ah, kann man wohl. Oh, Alter. ich bin durchs Portal gegangen. Mit anderen Worten, der Server ist so gut wie tot. Ja, ich merk's. Ah, ich kann aber noch was machen. Echt? Okay, ja, ich bin gerade wieder möglichst schnell zurückgegangen. Was es vermutlich nicht unbedingt besser gemacht hat. Ja, ich bin kurz vorm Sterben. Hab gerade aus Versehen ein XP aufgehoben. Hast du aufgehoben? Aus Versehen ein XP. Oh, shit happens. Weil ich halt so ganz kurz vorm Abdüppeln. Okay, die Hunde haben es dann doch noch was drauf. Also, was hat dich jetzt fast filetiert? Da sind so Tölen drin. Türen, okay. Ja, bösartige Tölen. Wollen wir doch mal nachsehen. Oh, ich sehe es, da ist irgendein Spawner. Das sind aber Spinnen, glaube ich. Das finde ich aber cool, dass ich jetzt wenigstens was zu essen gefunden habe. Ich habe da den Truppen ein paar Steaks und so weiter gefunden. Ja, ich habe gerade auch was zu essen gefunden. Hier ist ein unsichtbarer Hund bei mir. Wagen draufknüppeln. Ich muss mal kurz reloggen. Das geht gerade gar nicht. Langsam. Irgendwie will der Hund gerade gar nicht bei mir angezeigt werden. Au! Das sind irgendwelche unsichtbaren Viecher. Ja, bei mir auch. Was? Oh, das sollten wir Ja, machen. doch, sind bei mir auch irgendwelche unsichtbaren Tölen. Ach, Mistvieh, zeig dich. Kämpfe ein verschissener Hund. Oh. Kannst du hier Hunde. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja. Garantiert ein geniales Schleichmanöver. Ich baue mal hier die Spawner ab, ne? Ist, glaube ich, besser. Ja. Firefly. Hauptsache, ich schneide den Viechern noch nebenbei die Zunge raus. Ja, die brauchst du für Witchery. Ich höre Krabbel. Alter. Hab ich mich gerade geschrocken. Lassen die sich ernsthaft nicht stecken? Ach so, das ist schon. Boah, den Und nehme die ich hier Hecken mit. niederbrennen? Ah. Keine Ahnung, aber. Das ist Pussy. Ah, Sachen niederbrennen sind aber immer lustig. Ah, aber Pussy. Später. Okay. Nicht in der Aufnahme sagen. Die halten uns so für voll Noobs. Wo sie eigentlich jetzt schon? Ja, ich gehe hier weiter, dann hier links und ich bin wieder da. Nee, hier ist noch ein Spawner. Wow. Nein. Das war die Truhe von mir gerade eben. Ja, ich glaube, wir sind jetzt soweit durch. Ja, ich schau mal ganz schnell nach. Au, ist mit unsichtbare Z nicht Viecher, nur Zombies. Ja, das war es irgendwie dezent schon mit der Ecke. Egal, haben wir wenigstens mal wieder schon ein bisschen Action gehabt, haben uns wieder die zwei Volldeppen hier mal benommen und können mal wieder rausgehen.
Mir würde auch jetzt schon wieder einfallen, was wir gleich mal machen könnten. Boss. Ah, ich habe mir ja damals sowas versteckt gehalten. Ich bin mal gespannt, ob der Server davon abkackt. Wenn du so fragst, ja. Na gut, ich gehe mal wieder in die normale Welt, ne? Ja, ja. Ich guck noch, ob ich nicht noch ein paar lustige Viecher filetiert kriege. Gut, ich muss da eigentlich dringend mal meine Platten leeren, ist klar. Also Leute, wer jede Menge Daten von meinen Festplatten möchte, schreibt in die Kommentare. Ich nehme die Pornos. Musstest du das so laut sagen? Ja. Okay, mal schauen, was kann denn die erste Tor? Das könnte eigentlich auch da rein. Das heißt, den Tusche jetzt auch mal rein. Kommst du gerade vom Twilight Travis wieder? Nein, ich bin noch gucken, was ich noch so filetieren kann. Jetzt entdeckt er nicht so viel. Ja, okay. Okay, ich bin nämlich noch am Schauen. Das kann weg. Und dann schmeiße ich den Rest wieder in die Random-Truhe, die langsam auch voll wird. Ich hab einen Lapis Lazuli-Block gefunden. Oh, nice. Einfach mal mitnehmen. Dope. Ich lege mich dann mal gerade schlafen. Okay, sind die eigentlich mittlerweile fertig? Natürlich nicht. Wow, aber die sind bald fertig. Die Flugseeds sind bei 97 bzw. 96%. Okay, ja gut dann. Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, die Information von mir, dass das circa eine Woche dauert, die ist gar nicht mehr so komplett aktuell. Das war nämlich nur zum Beginn. Bloß das wurde dann doch ziemlich schnell wieder rausgenommen, weil, naja. Wer hat schon Bock, eine Woche auf ein verfickte Saat zu warten? Ja, doch, man kann es auch übertreiben. Ja, dezent. So, ich mache jetzt aber hier mal. Ah, ne, die verbinden sich gar nicht. Ich hätte irgendwie gerne was sich verbindet. Nehmen wir dabei. Die wohl. Hä? Danke. Jawoll. 5. Aua. 2, 3, 4, 5. Aua. 1, 2, 3, 4, 5. Wer hat's gedacht? Kein Aua. 3, 4, 5. Ich mache auf jeden Fall mal ganz schnell hier das Gebäude fertig. Oder so wenigstens so halbwegs etwas. Ich finde aber ganz ehrlich, mit Chisel kannst du außen bauen. Ja, okay, mache ich mir gleich vielleicht mal eins. Also meiner Meinung nach lohnt es sich. Also kannst du wenigstens auch mit Cobblestone schön bauen. Enderplant-Seeds, sind das genauso was wie Enderlilies? Nein. Enderplant-Seeds brauchst du für Pneumatic Craft. Da muss ich mich auch mal reinlesen. Oder ich schaue einfach mal bei Trivulon Street genommen, weil bei Crashland rein, die scheint damit ja auch gerade anzufangen. Wenn du mal so langweilig hast, am Klo kannst du das eigentlich auch mal machen. Die haben es auch ziemlich drauf, meiner Meinung nach. Okay. Und ich weiß zufälligerweise, dass einer von den beiden mir zuschaut. Und nein, es ist nicht Triodo. Ich glaube, jetzt hast du es gespoilert. Ganz ehrlich, ich glaube, Triodo ist so ziemlich einer der letzten Menschen, die bei mir die Videos schauen würden. Ich glaube, weil er zu erstens schon so wenig Zeit hat und zweitens, naja. Ich glaube, ich muss nicht weiter drauf eingehen, oder? Was? Ja, ich bin da. War es halt wieder so ruhig, deswegen dachte ich, du wärst AFK.
Nö, bin, war nur ins Bauen vertieft von der wunderschönen, perfekten Hütte, die ich hier machen bin. Ich brauche nur ganz schnell ein paar Kobbels und so weiter und die Portalebene wäre fertig. Ich glaube, du solltest dir aber gleich auch mal wenigstens ein bisschen Tinkers Werkzeug machen. Ja, wenn ne Idee. Wollen wir nicht auch irgendwann mal die richtige Schmiede machen? Ja klar, das ist jetzt nur übergangsweise. Also ich würde später schon noch gerne mit hier Kobalt und Manolin Werkzeug rumhantieren, nicht dann auch nur Cobblestone. Ja gut, das stimmt schon. Also ich glaube, so nützlich haben wir es noch nicht. Noch nicht. Was ich jetzt auch richtig awesome finde, du kannst über Ender.io kannst du ziemlich awesome jetzt hier Kabel verstecken. Habe ja schon gezeigt, aber auch ME-Kabel. Ah, das ist gut, das ist sehr gut. Weißt du so? Wieso? Es gibt von Ender.io gibt es quasi auch eine Erweiterung und zwar sind das die, vielleicht finde ich sie gerade. Na? Ja, das ist ME-Konduit. Wird gemacht aus zwei Flusskristallen, Quarzfieber und Conduit-Binder. Und die kannst du dann einfach wieder verstecken in der Conduit-Fassade. Ah, okay, das ist gut. Da nehme ich sonst aber so dreckshässlich aus. Oh ja. Das hatte mich auch schon bei meinem letzten Projekt andauernd genervt. So, dann ist hier das ME-Kabel. Und da legen wir jetzt einfach was drauf. Ja, scheiße. Man sieht es. Da einer hin. So, bei mir ist schon mal soweit ausgeleuchtet. Was ich dann schon mal machen wollte, ich wollte mal schauen, dass ich dann da noch etwas Produkt. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich wäre froh, dass ich nicht mehr in der Creeper-Form rumlaufe. Dann wärst du tot gewesen. Dann wärst du sowas von tot gewesen. Ja, so. Was ich dann jetzt aber noch gerade machen wollte, ist, ich wollte dann noch was Produktives machen und zwar eine Farming. Das ist was Produktives? Mhm. Mhm. Wir haben einen Zombie-Kopf, oder? Ja, haben wir. Wirklich? Gut. Wir brauchen ein License. Was ist denn jetzt so? Ach, ich geh mal schnell in der Sonne. Hau rein. Weil wir brauchen nämlich für eine Art von Ingots anscheinend Soul Sand. Hm, gut, dann viel Glück, Spaß, Erfolg. Naja. Sterb nicht. Als ob man bei Soul Sand Farm so schnell sterben kann, ich meine. Ich nehme das mal als Herausforderung. Hast du im Nether irgendwie einen Zombie-Pinkman angegriffen? Nein. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass ich gleich tot bin. Aber es sollte eigentlich schnell gehen mit dem Excavator. Ich habe jetzt schon ein Stück. Hauptsache auch geil. Hier war heute nochmal mit einer Freundin was am Schreiben. Auf einmal, halt kenne ich noch nicht so wirklich lange. Auf einmal sagte mir, habe ich eigentlich mal gesagt, dass das einfach mal passieren kann, dass ich random anfange auf Englisch zu schreiben. Was? Ja. Fängt erstmal eine halbe Stunde lang mit mir auf Englisch zu schreiben. Okay. Sie hat einen merkwürdigen Fetisch. Etwas. Hab noch gerade ein bisschen Netherquarz mitgebracht. Das war gerade hier in der Nähe. Na? Weiße kann fliegen. Hüpft erstmal von Berg zu Berg. So muss das sein. Aber es ist noch besser, als ich es machen würde. Ich würde in der Tintenfischform von Berg zu Berg hüpfen. Traurig. Na gut, soll ich was sagen? Bin wieder da und hab's überlebt. Das ist blöd. Ich bin ein richtiger Skillar. Ein Skillar. Kommst gleich mit der Ulti und räumst einmal auf. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Oh ja. Yeah. Oh, Gold haben wir schon wieder genug. Alter, in der Zeit, wo ich weg war, haben wir wieder 48 Gold. Wir brauchen dringend größere Truhen. Und ein ME-System. Ja, dann mach das mal fertig. Keine Lust. Ja. Sei froh, dass ich mich da schon drum kümmere.
Wie sieht's jetzt aus? 98, 98? Nein. Also 57 Gold würde ich dann doch noch gerne irgendwie gerne behalten. Auf jeden Fall, wir brauchen ein Slice and Splice. Da brauchen wir ein Machine Chases für. Und was ich eigentlich auch mal machen könnte, das habe ich jetzt schon. Ist mir schon öfters aufgefallen. Yes. Hier sind noch Gold Nuggets. Dann kann man hier raus noch Gold Nuggets machen. Ah ne, das sind ja die Gold Nuggets. Wenigstens haben wir jetzt auch mal genug Redstone. Das ist schon mal was. Das ist etwas, von dem wir genug haben. Ach, du hast gerade den Travel Anchor benutzt? Was? Ja, ja. Da habe ich die Haustür benutzt. So. Das ist auch der Grund, warum wir hier niemals ein Dach drüber rotzen dürfen. Sag mir nicht, das geht nicht mit den... Hä? Bin ich gerade total verblödet? Ich würde spontan sagen, ja. Ja, bin ich auch. Nur mal gut. Ja, du hattest wieder recht, ne? Oh ja. Und es geht trotzdem nicht. Wieso geht es nicht? Die sind noch als Goldnuggets unifiziert. Die sind nicht als Nuggets unifiziert. Das war wirklich kacke. Ach, weißt du was? Tschüss, letztes Charcoal. Was wir auf jeden Fall auch mal später machen könnten. Hier, es gibt ja die sogenannten Powered Spawners. Die was mit einem Broken Spawner später. Die haben wir ja schon mal ein paar. Da kann ich später vielleicht darüber mal eine Mob-Farm machen. Das ist, glaube ich, interessanter, als einfach neue Spawner rüberzutragen. Ja, und das sind dann auch ganz normale Spawner, oder wie? Ja. Oh Gott, ich hasse Christoph! Okay. Einmal wir sind in der Aufnahme! Hallo! Gott! Nehmen wir das als ja. Ey, ich geb den jetzt wirklich komplett vom TS runter, dann kann Christoph mich mal. Ja, doch, das Anstupsen mit Christoph nehme ich einfach mal als ja. Wie war das mit über Hamachi anschreiben? Ja, ich hasse euch dafür immer noch. Das war sowas von wert. Ich hätte euch einfach sofort umbringen sollen, als ich euch kennengelernt habe. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Wenigstens geht das jetzt nicht mehr mit Hamachi. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, du hast keinen Bock extra dafür 80 Euro auszugeben, damit du es hast und ich es. Nee, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Hamachi auch noch die schlechteste Wahl war in Pandling-Programmen. Weiß nicht, ob wir dann wirklich in der Position standen, so einen Scheiß zu machen. Irgendwie ja. Wenn man dann an Tangle denkt, was in absolut allen Sichten besser ist. Ja. So, weißt du, was gerade auffällt? Boss. Wir brauchen einfach nochmal ein Energy Conduit. Also nochmal. Ah, aber wir müssen schlafen, das Saft geht schon wieder aus. Okay, das war Conductive Iron. Das ist einfach Iron on Redstone, jawohl. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, das sollte jetzt anfangen zu schmelzen. Aber wir haben schon wundervolle Solarium-Ingots. Ne, Solarium ist es eigentlich nur. Ich weiß, wie es hergestellt wird. Wie? Mit wundervollem Gold verbunden mit Netherrack. Klingt kostspielig. Dezent. Braucht man die Scheiße? Zum Beispiel für ein Slice and Splice, ein Soulbinder. Und auch für die Farming Station, die wir brauchen, brauchen wir einen Z-Logic Controller, der im Slice and Splice gemacht wird. Jetzt kommt's aus zwei Silikon, ein Redstone, zwei Solarium und jetzt das Beste aller Zeiten, einem Zombie-Kopf. Zombie-Kopf, okay. Ja, so kommen wir ziemlich genau ein. So wird ein Controller heutzutage gemacht. Ja, da müssen immer Zombie-Köpfe mit rein, das ist wichtig. Ich finde das so retarded. Ich war gerade am Schauen, weil wir ja noch ein bisschen Conduit-Binder
gebrauchen könnten. Also, das haben wir. Wir brauchen eigentlich nur Sand. War das ja auch so, dass man wieder Sand einfach messen? Oh. Ich schmeiß mal einen Stack Sand in die Stackmill. Oh rein. Ein Stackkabel meinte ich. So, 8 neue Energy Conduits. Da die verlegt dann auch. Ach stimmt, da war ja was. Auch mal hier so. So, und ich glaube, das eine können wir uns da sparen. Gott, die Hecken müssen wir irgendwie umorganisieren. F3A. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden. Sieht so aus. Und zwar? Aber jetzt sind die Conduit-Fassaden weg. Ah ne, jetzt sind sie wieder da. Das ist ja gut. Gut, das Slice and Splice lädt sich jetzt auf. Da muss dann noch eine... Alter, geh aus der Creeper-Form raus! Ach so, fuck it. Gar nicht, dass ich in der Creeper-Form bin, weil einfach so das nächstbeste Menschliche, was mir in die Quere gekommen ist. Sorry. Alter, ich hab einen Schreck fürs Leben bekommen. Gott. Lauf ich halt als Witch rum. Das macht es zwar auch nicht so viel besser, aber wenigstens etwas. Ich bin diskriminiert. Es ist mir scheißegal. Blöd. Jetzt hab ich sogar vergessen, was ich eigentlich tun wollte. Dankeschön. Selbst schuld. Keine Ahnung. Ja, bin jetzt auch gerade wieder ein bisschen überfragt. Du machst alles bei uns kaputt! Ich wollte jetzt den Stock in den Anus schieben. Oh ja, ich bin bereit. Will ich auch hoffen. Oh ja, geil. Alter, haben wir einen an der Waffel. Na gut, Redstone kann weg, die Bären können ihre Essensruhe. Alter, wir haben echt so viel zu fressen. Na gut, der lädt sich. Jetzt weiß ich auch, was ich machen wollte. 1, 2, 3, 4. Ach, da los. Wir müssen zunächst mal Eisen nachfahren. Also Eisen ist echt was uns am meisten gerade fehlt. Okay, Slice and Splice lädt sich auch gerade auf. Ich mache mal ganz schnell diesen Z-Logic Controller fertig. Das war ein Redstone, zwei Silikon, Solarium und einen Kopf. Ich finde das immer noch sowas von bescheuert. Okay. Das, 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 das und das. Und es fängt an. Es gibt da noch eine Zombie-Elektrode. Wird nie gebraucht. Ein Zombie-Generator? Ich frage es gar nicht. Für ein Power Spawner brauchen wir die auch noch. Ein Franken-Zombie-Killer-Tür? Ich will es gar nicht erst wissen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Z-Logic-Controller. Den packe ich mal hier mit rein. Weil die nächste Folge hat mir jetzt was anderes vor. Ich würde sagen, freut euch auf die nächste Folge. Bereitet euch schon mal vor, dass der Server hundertprozentig abstürzen wird. Oh ja. Das sind wir noch nicht, worum es geht, aber egal. Oh ja. Hier steckt sowas. Ich werde auf jeden Fall den Server neu starten müssen. Koste. Komme, was wolle. Ich mache mal ganz schnell ein paar Conduit-Fassaden. Painte die nochmal. Weil so würde ich dann das Ganze doch nicht so ganz gerne rumlatschen lassen. Dann kann da einer hin. Ich glaube, ich beende dann schon mal so ganz langsam die Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dire Wolf 20. Bis dahin. Tschüss. Ciao.